Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Ja, wo sind wir denn hier? Ja, wo sind wir? Ja, was macht denn das Huhn hier? Ja, bist du ein Osterhuhn? Sag mal, bist du das Osterhuhn oder bist du nicht das Osterhuhn? Es ist das Schlitzerin-Huhn. Ja, irgendwie das machen wir nicht. Möglicherweise in der letzten Aufnahme ein wenig verwirrt und irgendwie um einen Tag verschoben. Ja, eigentlich ist jetzt erst Ostern und gar nicht letzte Folge schon. Eigentlich ist erst jetzt Ostern. Jetzt, also jetzt in diesem Moment, da ich hier auf und ab laufe, ist Ostern. Und was machen wir an Ostern am besten? Ich würde sagen, wir scheren wieder grüne Schafe. Im Moment ist irgendwie nur grüne Schafe scheren angesagt. Ja, es gibt zwei Possibilities zu reden heute. Ich habe nicht dabei das Bot. Zum einen ist der 1. April. Da könnten wir sich jetzt wieder den Spaß machen und irgendwelche Nachrichten rausgeben, die so nicht korrekt sind, aber da weiß ich gerade keine. Schlitzerin. Und zum anderen ist Ostern, ja, und da habe ich jetzt überlegt, und Ostern können ja nicht so viele was anfangen, manche haben einfach keine Ahnung, was Ostern eigentlich heißt, was Ostern für die Welt bedeutet, was Ostern uns gebracht. Keiner weiß, was Ostern uns gebracht hat, weiß man nicht, wird man auch nicht erfahren, wenn's einem keiner sagt. So, deswegen packe ich jetzt hier erstmal ein bisschen wieder, wie so Platz hier machen. So, ja, und einfach mal die Kühe auch wieder vermehren. Damit wir denen bald auch wieder ans Leder können. Derweil ich euch erzählen mag, wie sich das damals zugetragen hat. An Ostern. Denn das ist ja, wie gesagt, wissen manche gar nicht, wie das damals so war. Und wie das überhaupt so läuft mit Ostern. Warum feiern wir Ostern? Warum feiern wir nicht Western? Ja. Du saudämliche Kuh. Bleibst du hier? Mit Sicherheit nicht alle erwischt, aber ist mir jetzt auch egal. Ich gehe jetzt auch nochmal da runter. So, jetzt ist die Musik ein bisschen ruhiger, ein bisschen schöner. Das ist doch nett. So, du mit der. Du mit der. Du mit... Einer fehlt dir noch. Du und du. Du und du. Du und du. Du und du. Ja, du hast gelitten. So einfach ist das. So, ganz früher war das ja auch alles, war alles heidnisches Gedöns. Da hat man einfach den Frühlingsanfang gefeiert. Deswegen ist Ostern auch ein bisschen abhängig vom Frühling selbst. Ostern ist ja immer im Frühling. Es kann nicht passieren, dass Ostern noch schon im Winter ist. Nein, es ist immer Frühling. Das hängt damit zusammen, dass der da oben verantwortlich für unsere ganzen Feiertage ist. Das wissen tatsächlich die wenigsten. Ostersonntag ist stets der erste Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Jetzt regnet es, das ist ja ekelhaft.
Das ist abhängig vom kalendarischen Frühlingsanfang, welcher war am 21. März, war es, glaube ich. Und jetzt haben wir am Samstag, ja gestern im Grunde genommen, so kurz vor knapp, haben wir Vollmond gehabt. Und damit ist heute der erste Sonntag nach dem ersten Frühlings. Vollmond und damit ist heute Ostersonntag. So, das hat uns der Mond eingebrockt. So. Und davon ist alles andere abhängig. 7 Wochen vor Ostermontag ist Rosenmontag. 7 Wochen nach Ostermontag ist Pfingstmontag. Und ja. 1,5 Wochen vor Pfingstmontag, an dem Donnerstag, ist Fronleichnam. 1,5 Wochen der Donnerstag nach Pfingstmontag ist Christi Himmelfahrt. So hängt das alles miteinander zusammen. So entscheidet das der Mond. Aber jetzt nochmal zurück. Warum feiern wir eigentlich Ostern? Viele machen da Spaß an ewig langen nächtlichen Osterfeuergedönse. Aber viele wissen auch gar nicht mehr, warum. Nur mit dem ursprünglichen heidnischen Frühlingsfest hat das nicht mehr so viel zu tun. Zugegeben. Da kommt das nur mit dem eierlegenden Karnickel so ein bisschen näher. Aber mittlerweile ist es natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass das einfach so ja, quasi auf diesen Tag gelegt wurde, weil es sich eben anbot. Ich mache das jetzt mal so, damit wir hier auch... Oh ne, ich mache nochmal einen mehr frei. Ich mache auch mal ganz viel frei, komm. Weil dann nehme ich jetzt die ganze Zeit immer nur die grüne Wolle scheren, die wir brauchen. Und irgendwann sind wir so weit, dass wir auch blaue Wolle brauchen und rote Wolle brauchen. Und dann stehen wir wieder hier und scheren Schaf für Schaf. Da sollte man doch ein bisschen auf Vorrat arbeiten. Deswegen nehmen wir jetzt auch die blauen schon mal wieder mit. Und wir nehmen hier ein paar graue mit, damit wir aus der Wolle vielleicht auch so ein bisschen Bilder machen können. Die roten nehmen wir mit. So. Ja, genau, also auf dieses alte, traditionelle heidnische Fest haben sie dann ihren christlichen Feiertag gelegt. So wie Weihnachten haben sie das ja ähnlich gemacht. Man nehme Feiertage, die es schon gibt, und verpacke sie im christlichen Hintergrund. Nur was ist jetzt damals abgegangen? Das Ganze fängt ja im Grunde genommen an mit dem Gründonnerstag. In anderen Gebieten des Landes ist es vielleicht nicht so bekannt. Hier. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt hört. Hallo, doch, ich habe einen Pegel, doch gut. Ja, wunderbar. Okay. Ja, das Aufnahmeprogramm ist irgendwie, hat ein Update bekommen, sieht ja komplett anders aus. Da war ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, so der Jesus, ne? Jesus. Jesus, he knows me. Jesus of Suburbia. Welcher Jesus es auch immer war, der hat, der war ja in der Kinder- und Jugendarbeit tätig gewesen, ne? Deswegen hat er auch vor allem mit sehr vielen jungen Leuten zu tun gehabt, ne, auch in seinem Freundeskreis war das ja so gewesen, ne, Jesus hatte ja 12 Freunde, alles Jünger. Das ist ein Witz, der brauche bis hier. Ja, und die haben am grünen Donnerstag haben die schon zusammengesessen. Jetzt weiß man jetzt, hier in Hessen ist das ja so. Da gibt es so traditionelles Essen. Das war ja doch damals schon gewesen. Da haben wir auch damals so zusammengesessen. Da gab es, deswegen heißt das auch grünen Donnerstag, da gab es nämlich immer Frankfurter Grisos. Ne? Frankfurter Grisos, das kann man so ein bisschen mit Kartoffeln essen oder vielleicht auch mit was anderem, wie mir so lustig. Das ist so Kräutermischung. So eine Kräutersoße, die ist eigentlich echt ganz lecker. Da kann man auch Ei, passt auch Ei immer ganz gut zu. Frankfurter Grisauce und Ei.
War dieses Jahr ein bisschen schwierig, lustigerweise, weil es so lange so kalt war. Den sind ein bisschen die Kräuter eingefroren und die haben ein bisschen Stress mit ihrer Grisauce gehabt. Die ist denen ein bisschen ausgegangen dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall, damals haben die das, die Tradition haben die damals so begonnen und dann saßen die so zusammen am Abendessetisch und haben Frankfurter Grisauce gegessen, zusammen mit Oblaten und einem Gläschen Wasser. Dann haben wir halt gesagt, oh, das Essen ist so lecker, Mann, jetzt müssten wir eigentlich mal ordentlich was zu trinken haben. Da der Jesus hat sich dann damals beliebt gemacht, der ist dann aufgestanden, ist mit seiner Flasche Wasser hin in die Küche gegangen, hat gesagt, yeah, tausch das mal um, gehst was Gescheites, so kann ich nicht arbeiten. Meine Freunde sind durstig und Wasser kann die gerade nicht mehr so gänzlich befriedigen. Da hat der Koch gesagt, hier ist kein Problem. Ich habe hier noch eine Flasche Rotwein. Gibst mir gerade die Flasche Wasser, nimmst die Flasche Rotwein, wenn das besser ist. Kam er wieder raus und haben wir, oh, nein, da hat der aus der Flasche Wasser, hat der Flasche Rotwein gemacht. Hier, unglaublich. Wahnsinn. Was ein Typ. Da haben wir so ein bisschen zusammengesessen und haben so ein bisschen geschwätzt. Dann war einer da gewesen, einmal der Petrus und der Judas. Die haben da auch so mit dabei gesessen. Der Judas wollte später Priester werden, hat aber dann nicht ganz geklappt. Also er hat es zwar schon irgendwie geschafft, ist aber dann auf Abwege geraten. Und als er dann der Judas Priest war, hat er lieber Rockband gegründet. Das war dann, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Ja. Und dann gab es aber so ein bisschen Rumoren, weil die haben ja immer gesagt, Jesus, hier König der Juden, bla bla, aber die vielen anderen Juden haben gesagt, ich habe keinen König, du sollst keinen König haben, außer den König. Ich weiß gar nicht, wer damals eigentlich König war. Aber es war auf jeden Fall nicht Jesus, es war jemand anderes, es war dann so ein bisschen Amtsanmaßung, sagen wir mal, und es war damals nicht so gern gesehen. Das fanden die nicht so lustig, da gab es ein bisschen Grumpel. Und dann sind die Römer vorbeigekommen, haben gefragt, Leute, was habt ihr denn jetzt gerade wieder für ein Problem? Haben die gesagt, ach, da ist so einer, der nennt sich König, dabei hat er gar keine Krone auf dem Kopf. Was ist das für ein geiles Breakdance-Schaf? Dann haben die erstmal gesagt, er geht doch rüber zu Burger King und dann soll er sich da Pappkrone aufsetzen. Aber wir sind, nee, das ist doch nicht dasselbe. Und dann sind die da mal vorbeigekommen und dann habe ich die mal gefragt, hier, wir haben da Geschichte gehört, da hier wird sich einer König nennen, obwohl er von nicht einmal von Burger King die Krone auf hat. Wer ist denn das? Hab ich so, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Ich hab so einen Hunger, also gerade kann ich nicht denken im Moment, wenn ich so einen Hunger hab. Das hat nämlich der Judas gesagt, der hat nämlich gerade echt wieder Kohldampf geschoben und dann, habe ich rüber gesagt, hier. Hast du ein paar Silberstücke? Kannst dir was zu essen von kaufen. Aber dafür sagst du uns mal, wer jetzt hier König spielt, obwohl er gar nicht König ist. Und dann hat er gesagt, ach ja, ach, ich hab so einen Hunger, du. Ah, ich muss den Deal eingehen, der Jesus war's. Der Jesus. Das ist der hier immer die Partys mit der Grisauce macht. Echt? Der macht Partys mit Grisauce? War ich nie eingeladen. Den schnapp ich mir. Und dann gab es ein bisschen Durcheinander und dann hat es auch die ganzen Freunde vom Jesus, die waren dann auch alle irgendwo so ein bisschen unter Druck, ne? Weil natürlich der römische der römische Nachrichtendienst hat die dann alle so ein bisschen überwacht. Haben dann mal geguckt, was ist denn da los? Ne? Weil es ist ja klar, kennst du einen, kennst du alle, ne? Und dann haben die alle so ein bisschen Schiss bekommen, weil dann wurde die Sache echt langsam ein bisschen brenzlig. Und der Petrus zum Beispiel, der hat dann irgendwann plötzlich angefangen zu sagen, was, Jesus? Nee, ich war bei dem auch nie Grisauce essen. Nee. Der hat mich auch nie eingeladen. Nee. Ich weiß auch nicht, wer das ist, aber er glaubt mir, also nach dem kräht auch kein Hahn mehr. Nach dem kräht kein Hahn. Ja. Und da sind die zum Herrn Pontius Pilatus und sagt hier folgendermaßen, da ist einer, der nennt sich König,
Und der machte mehr Grisos-Partys. Und der Jesu an der Judas hat uns gesagt, wer das ist. Der Petrus sagt zwar, der kennt ihn nicht, aber ich nehme an, das ist er. Was machen wir denn jetzt mit dem? Da hat der Pontius gesagt, lassen doch, komm. Der spielt doch nur. Ja, es ist doch jetzt nicht so schlimm. Und dann haben sie ihn aber eingesackt. Na, der Pilatus hat gesagt, komm jetzt hier, jetzt gib ihn doch frei. Ich würde ja Schmul freilassen, aber wir haben keinen Schmul. Wir haben keinen schönen Pernhard. Ja, da hat er erst gesagt, hier Juden, das ist euer König, jetzt nehmt ihn halt zurück, der macht bei mir hier alles nur das Gefängnis voll und frisst mir die Haare vom Pop. Jetzt nehmt den halt wieder. Und die Juden haben erst gesagt, was, wir haben gar keinen König, wir haben nur einen König und der ist gar nicht König und... Nee. Macht mit dem, was du willst. Mach doch, was du denkst. Ist mir doch egal. Da hat er da den Konflikt gehabt, der Pontius, weil er jetzt wollte den als loswerden, aber die Juden wollten den irgendwie auch nicht zurück und irgendwie plötzlich wollten keiner mehr haben. Und jetzt hat er den da als Sitze gehabt und wusste auch nicht, was er mit dem machen soll. Und dann hat er gesagt, ey, kommt jetzt doch euer König, jetzt sag doch mal, was machst du denn jetzt mit dem? Und die haben erst gesagt, nee, das ist nicht mein König, ich kenne den nicht, ich will den nicht, ich hab den nicht bestellt. Guck hier, ich habe auch überhaupt keine Empfangsbestätigung und er zeichnet hier, das ist eine Fehllieferung, den habe ich nicht bestellt, den will ich nicht. Hängen halt auf, weißt du, dann baumelt der oder geschlagen ans Kreuz, dann ist das eine Warnung für alle anderen, die sich später auch mal König nennen wollen. Und dann hat der Pontius gesagt, ja, das kann ich doch nicht machen, wie asozial ist das denn? Ich meine, das ist doch euer König. Und die wieder, nein, ist er eben nicht. War sehr gut, also, ich weiß jetzt auch nicht, mir zu helfen, dann... Ist hier irgendjemand? Irgendjemand, der den jetzt nageln will? Da kam kurz die Maria Magdalena. Ach, ich will ihn nageln, ich will ihn nageln. Ja, das war aber dann auch irgendwie erstmal ein Missverständnis und dann. Ja, und so kam das Ganze mit dem hin und her und irgendwie. Ja. Wollten dann plötzlich keine haben und keiner hat verstanden, wer das ist und was der will und haben sie halt ans Kreuz genagelt, weil das Kreuz hatten sie übrig, den Jesus hatten sie übrig, vier Nägel hatten sie übrig, das ergab sich ganz gut. Und dann hing der da so rum. Das war dann der Karfreitag, das ist jetzt der Grund, warum er dann da tanzen soll, das ist nämlich aus Solidarität zum Jesus, als der nämlich ans Kreuz genagelt war, da hatten sie ihm ja die Hände und die Füße festgenagelt und der hätte auch gern getanzt, aber er konnte nicht. Weil er war ja festgenagelt. Er hätte vielleicht einfach so ein bisschen den Elvis-Hüftschwung machen können. Das hat aber dann auch in den Gelenken immer so ein bisschen gezogen. Ja, da schwere Arthrose gehabt und so. Das in dem Alter und die feuchte Luft und alles. Das war alles nicht so schön. Und deswegen darf man heute nicht tanzen. Einfach aus Solidarität, weil der Jesus an seinem Kreuz, der hat es halt auch eher schwer. Und er konnte halt auch nicht tanzen. Und dann ist das nur fair. So ist das nämlich. Ja. Und dann war der so pisst irgendwie und hat einfach keinen Bock mehr gehabt auf die ganze Scheiße. Da leck mich doch am Arsch, ich resigniere jetzt. Und dann hing der da mit so einem gesenkten Kopf und ein bisschen resigniert. War auch irgendwie nichts mehr mitgekriegt, war dann auch einfach ein bisschen müde gewesen. Und dann haben die gedacht, oh, jetzt ist der uns weggekippt. Ja. Ja, der war sowieso auch die ganze Zeit schon ein bisschen dürr. Ich meine, muss man jetzt auch mal sagen, wenn man nur Grisos isst, da wird man auch nichts. Also die ist schon lecker, aber von Grisos allein wird man nichts. Und dann hing der ein bisschen in der Seile und war ein bisschen fertig und hat sich auch nicht mehr bewegt eine ganze Weile. Jetzt haben die so beobachtet und haben die gesagt, guck, der bewegt sich nicht mehr, hängen halt ab. Machen wir jetzt mit dem, wir vergraben ihn irgendwo im Boden, ne? Mit unserem Atommüll machen wir es genauso, vergraben wir den auch im Boden, dahin haben wir noch eine Höhle. Lege ich mal rein, schieben Steine vor. Ja. Ja, und dann lag der da und ist irgendwann wieder aufgewacht und hat wo bin ich denn jetzt auf einmal? Eben war ich noch am Kreuz und konnte nicht tanzen und jetzt liege ich hier in einem dunklen Loch. Da hat er immer von außen gehischte Stein gehämmert, bis irgendwann ein armer Bettler, ein Unbekannter, der kam vorbei, hat ihm dann nochmal die Tür aufgemacht und hat gesagt, was machst du denn da drin? Das ist aber eine Scheißwohnung, die ist dunkel und feucht und wenn du da die Tür nicht aufkriegst, hast du da doch architektonisch auch irgendwas missverstanden.
dann hat er dem halt den Stein weggerollt und dann ist er da am Sonntagmorgen quasi, ist er da wieder rausgekrabbelt, war ein bisschen fertig, ein bisschen müde. Ja. Und dann ist er erst mal irgendwie raus an die frische Luft, hat sich mal irgendwo in die Sonne ins Gras gelegt, um mal wieder ein bisschen beisammen zu kommen. Seine Mutter fand das dann irgendwie gar nicht gut. Die wollte ihn nämlich dann besuchen in seinem in seiner Höhle und er war gar nicht da. War gar nicht zu Hause gewesen. Fand die dann auch wie sie erschreckend. Ja, und er ist dann derweil ein bisschen unter die Leute gegangen, hat gesagt, mir tut alles ein bisschen weh, kann mir da mal eine helfen. Ibims 1 Jesus. Da haben die Leute gesagt, nein. Das ist ganz klar dokumentiert. Der Arzt hat deinen Tod festgestellt. Du kannst nicht mehr leben. Also, aber ich stehe doch vor euch. Ihr seht mich doch. Schaut mich an. Ich bin's. Euer Jesus. Und die Leute wieder, nee, sorry. Wir haben's mit eigener Augen gesehen. Du bist tot. Da kannst du mir jetzt viel erzählen. Tut mir leid, aber nee. Na wieder, aber ich stehe doch vor euch. Was ist denn? Guckt mich doch an, ich bin's. Nee, du bist tot. Wer immer du bist, keine Ahnung. Du bist nicht Jesus, wir kennen den Jesus und der ist tot. Fahr zur Hölle. Und dann hat er gesagt, nee, gut. Leck mich doch am Ärmel. Weißt du? Und den Gefallen tue ich euch jetzt nicht, dass ich zur Hölle fahre. Nee, ich hab doch mal Connection, ich rufe mal einfach aber an, ich fahre in den Himmel. So, dann könnt ihr aber mal wissen hier. Könnt ihr mal gucken, wie ihr guckt. Ja, das war dann aber schon viel später gewesen, ne? Also, da war der schon eine ganze Weile gewandelt. Und Ostern selbst geht es eigentlich nur darum, dass der gesagt hat, ich habe jetzt keinen Bock, in diese dunklen, feuchten Höhle rumzugammeln. Draußen scheint die Sonne und ich hänge als hier rum. Da hat er den Stein wegschieben lassen von so einem Hannebambel, sagt mir so, so ein Fuzzi halt, ne? Und da hat er sich einfach mal gediegen vom Acker gemacht. Ganz einfach so. Das war damals, das war die Geschichte. Ungelore, ich weiß es, ich war schließlich live dabei. Ja, das ist Ostern, deswegen feiern wir Ostern, weil der damals einfach so ein mega heavy Lifestyle gehabt hat. Ja. Und einfach auch irgendwo so ein bisschen seiner Zeit voraus war. Ja. Gut, und deswegen feiern wir das und deswegen sind wir auch ganz glücklich damit, dass wir das feiern können und feiern dürfen und deswegen sage ich weiterhin pro Ostern, ist es ja noch neu. Und dann, wenn Ostern vorbei ist, sage ich euch, dann machen wir hier weiter und zwar im normalen Ton und im normalen Verhältnis und mit einem normalen Verständnis und mit normaler Erkenntnis und ohne Jesus. Ohne Jesus, weil der ist jetzt weg, der hat jetzt keine Lust mehr. Der tauscht jetzt sein Wasser selber gegen Wein und frisst sein Grisos und ach, was da los. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. So ist es halt damals gewesen. Das waren halt andere Zeiten. Das müsst ihr verstehen, das waren einfach andere, schwierigere Zeiten. So, ich bin raus für heute. Frohe Ostern, wie gesagt. Ding Dong Day.